Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zur ersten Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zur ersten Folge von mir zu Pikmin 4. Ja, es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, bis ich das hier endlich aufgenommen habe. Ich wollte ja auch heute erklären, warum das so lange gedauert hat, zuallererst. Ich habe für dieses Projekt mir eine Animation in Auftrag gegeben, so wie bei Riascoot, so eine Outro-Animation. Und auf die habe ich die ganze Zeit gewartet. Aber der Animateur, der zeichnet, der hat gesundheitliche Probleme und hat auch generell länger dafür gebraucht. Der ist auch jetzt, wo ich das hier aufnehme und hochlade, weil ich werde das am selben Tag hochladen, wie ich es aufnehme. Auch noch nicht fertig. Ich hoffe, dass sobald ich die Pikmin-Woche starte, zumindest die Animation habe, weil ich wollte die schon drin haben. Und ja, das ist eigentlich auch schon der ganze Grund, warum das so lange gedauert hat. Was meine ich übrigens mit Pikmin-Woche? Sobald ich die Animation habe, habe ich vor, eine komplette Woche lang, also wirklich von Montag bis Sonntag, wirklich einmal komplett nur Pikmin 4 zu bringen. Bei Pikmin 4 habe ich mir übrigens wieder das Ziel gesetzt, die Thumbnails selber zu zeichnen. Also ja. Ich hoffe, ich kriege dazu dann auch Feedback von euch. Zu meinen Zeichenkünsten, weil ich weiß, dass sie nicht unbedingt die besten sind. Im Übrigen, den Multiplayer-Modus, den gibt es hier von Anfang an fürs Abenteuer. Nicht so wie bei Pikmin 3, wo erst ein Deluxe-Modell dazukommen muss, dass man das im Koop spielen kann. Was ich traurig finde, ist, ich sehe das Bingo-Duell nicht. Nur ein Dandori-Duell. Ich weiß nicht, ob es dasselbe ist wie das alte Bingo-Duell, aber ich habe dafür Sunny auf jeden Fall schon angeschrieben, dass wir das gemeinsam auf jeden Fall machen werden. Also dem Multiplayer. Aber ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt erstmal ins Abenteuer. Und hier steht's, ich kann das auch im Multiplayer starten. Ich habe gerade eben auch einmal A gedrückt. Aber auch direkt wieder weggedrückt. Ach ja, und bei dem Projekt hier begleiten mich übrigens meine zwei Begleiter auf meiner Schulter. Endlich sprichst du uns auch mal an Shining. Ja, echt mal. Ich dachte schon, der erwähnt uns gar nicht mehr. Ja, Entschuldigung, dass ich euch so spät erst anspreche. Oh. Ihr kennt das ja, aber Sequenzen mache ich mich weg. Das erste Pikmin.
Windows Para, Rivali Kevna. Ein Haus. Ich habe gerade bis jetzt die Klappe gehalten. Etwas an diesem Gebiet unterscheidet sich von den Orten, die wir bisher erkundet haben. Wartet, wo lauft ihr denn hin? Treffen wir die ersten Menschen oder anders Riesen? Das ist kein gutes Zeichen. Pikmin laufen nicht einfach so weg. Sollte sie wohl zu mir zurückrufen, bevor ich mich auf die Suche nach dem fehlenden Schiffsteil mache. Der Hund ist übrigens komplett neu für Pikmin. Aber schön, dass Olima schon wieder abgestürzt ist. Mein neuer kleiner Freund. Hier habe ich doch die Pikmin gesehen. Vielleicht verstecken sie sich hinter diesen Objekten. Wir sollten sie zerbrechen und einmal nachsehen. An Springen kann man Kraft sammeln. Also X gedrückt halten. Dann gut zielen und mit voller Kraft sprinten. Einfach durch. Ja, Pikmin. Aha, ich wusste doch, dass sie hier irgendwo sein würden. Ich hätte einfach B gedrückt, um sie mit meiner Pfeilinfe zu mir zu rufen. Manchmal sind die gefühlt schwerhörig. Das war schon beim alten Pikmin so. Oh, wie die am Hund kleben. Die Pikmin sind einfach so fortgelaufen, wenn ich nur wüsste, warum. Ich notiere mir das besser in meinem Logbuch, damit ich es später nicht vergesse. Man weiß nie, wann einem diese Informationen noch nützlich sein können. Wie formuliere ich das am besten? Muss ich das selber schreiben? Seltsames Verhalten, als ich in diesem Gebiet landete, verhielten sich die Pikmin höchst seltsam. Sie stürmten aus der Zwiebel und versteckten sich sofort. Ohne sie finde ich die Dolphin-Teile nicht. Ich werde die Pikmin suchen und sie mit meiner Pfeife zurückrufen. Ich muss die fehlenden Schiffsteile finden. Wenn mir mehr Pikmin helfen würden, ginge die Suche um einiges schneller voran. Der Hund kann ja nicht besonders hoch springen, aber das wird mir wahrscheinlich trotzdem irgendwo nützlich sein, der Sprung. So, noch ein paar gelbe. Die kleben dem Hundi jetzt auch am Popo. Passt schon. Hui, ich habe mir schon gedacht, dass ich damit wieder hochfliegen kann. Da hinten, das sieht nach einem neuen Gegner aus. Also neuen Gegnertypus. Ich will kurz anmerken, ich habe jeden Pikmin-Teil bisher gespielt. Also ich weiß schon, wie die Pikmins funktionieren. Nur der Hund ist mir auf jeden Fall neu. Ich weiß auch, dass es zwei komplett neue Pikmin-Arten gibt. Im Übrigen, bitte spoilert mich in keinerlei Hinsicht auf dieses Spiel. Wenn ihr nicht wollt, dass ihr für immer aus den Kommentaren gebannt werdet. Waren das alle? Ne, da ist noch ein blauer. Ich will jetzt aber selbst noch einmal damit fliegen. Hui! Kann ich da auch mit rutschen? Ne, das können nur die...
Warum kann ich das nicht? Ich will auch den Spaß haben. Das ist ein guter Kurzzeiten-Sprint. Die Fähigkeit von dem Hund. Okay, alles, was so brüchig ist, kann ich kaputt rammen. Ich weiß gar nicht, wie viele Pikmins Olimar hat. Also dabei hatte. Ob er jetzt die vollen 100 dabei hatte, weil das war immer das Maximum. Hier muss ich doch irgendwo ein Schiffsteil befinden. Sollte mich wohl auf die Spülnase meiner Begleiterin verlassen. Bravo, und such die fehlenden Schiffsteile. Wir sollten diese Fährte weiter verfolgen. Okay, er kann Fährten aufnehmen. Na gut, auch normal für einen Hund. Wahrscheinlich ist das nur storybedingt. Ich will erstmal noch gucken, ob dort in der Richtung noch weiter welche sind. Da sehe ich doch noch welche. Komme ich da überhaupt dran? Nee, momentan komme ich nicht an alle ran, weil da hoch komme ich gerade nicht. Ich mag meinen Hundi. Ich weiß im Übrigen auch noch nicht, wie lang die Folgen immer zu Pikmin werden. Also in der ersten Folge, wir machen definitiv einmal das komplette Tutorial. Ach guck mal, da sind ja noch mehr meiner kleinen Freunde. Das nieten wir um. Ich frage mich, ob es im Multiplayer dann auch den Hund geben wird. Und ja, ob den dann beide haben. Eine Kreatur. Doch ich sehe hier kein Schiffsteil. Ob sie es verschluckt hat? Diese Stacheln machen es schwierig. Ich muss eine Lücke finden. Ah, ich verstehe schon. Sobald er die abgeschossen hat, kann ich ihn einmal rammen. Und dann eine Attacke. Vielleicht sollte ich X gedrückt halten, damit wir Kraft abbauen und zur rechten Zeit auf die Kreatur zusprinten. In der Zwischenzeit umkreise ich sie und warte auf eine gute Gelegenheit für einen Angriff. Attacke! Wachsen die Stacheln wieder nach? Bei den vorherigen Pikmin-Spielen kommt man die auch anpeilen, die Gegner. Und sagen Attacke. Das Interstellar-Radio, wir haben es gefunden. Damit kann ich endlich einen Notruf absetzen. Perfekt.
Weber. Leber Leber, du Babchilu, du Lohn. Nun Bu, Lohn, Mars Bärbahn. Rette die Rettungscrew. Dem Notfallprotokoll folgend wurde die Crew angewiesen, das Raumschiff unverzüglich zu verlassen. Die verstauten Rettungscrew-Mitglieder zu finden, hat oberste Priorität. Ja, und das hatte ich schon gesehen. Es gibt eine Charakterstellung. Freut mich jetzt schon, dass ich meinen eigenen Charakter hier erstellen kann. Der hier spricht mich irgendwie am meisten an. Ich glaube, ich nehme die Augen. Dann nehme ich diese Frisur. Ich nehme mal blaue Haare. Und natürlich einen blauen Anzug. Und natürlich sind wir shiny. Warte, die Augen ändere ich nochmal. So, das sind wir. Habe ich nicht einen tollen Charakter erstellt? Wir sind bereit für den Einsatz. Shining, Heimatplanet Karut. Das neueste Mitglied der Rettungscrew erhielt vor kurzem Mission, die vermissten Crewmitglieder zu finden. Und wir werden wahrscheinlich auch einen Absturz haben. Irgendwie dieser Pikmin-Planet, der mag Raumschiffe nicht. Kommt es, dass wir die einzigen sind, die keinen Absturz haben. Das ist eine ernst gemeinte Frage. Okay, ich soll die vermissten Crewmitglieder finden. Hallo? Oh. Rettungscrew, Rettungshund, Otschin. Heimatplanet Ingija. Ein junger, loyaler Rettungshund, dessen Vorfahren schon die Shepard-Familie unterstützten. Und dies ist seine erste Mission. Ist aber recht klein. Du hast den Rettungshund der Rettungscrew gefunden, Otschin. Doch die verbleibenden 6 Rettungscrew-Mitglieder werden noch immer vermisst. Machen wir 7 draus, wir zählen mal Oliman dazu. Möchtest du mir mitteilen, Otschin? Da ist direkt das erste Mitglied. Du hast einen Gestrandeten gefunden. Er braucht deine Hilfe. Attacke! Los, denk, das ist ein riesiger Kauknochen. Ja, die Erde ist weg. Aufwachen. Bist du das, Otschin? Den Sternen sehr Dank. Ich war mir nicht sicher, ob mein SOS-Signal die Zentrale erreichen würde. Du und Otschin, ihr habt mich also gefunden und gerettet. Und zwar gemeinsam.
Das überrascht mich jetzt schon etwas. Normalerweise hört Ocean auch niemand außer den Anführern. Ah, ich sollte mich besser vorstellen. Ich bin der Kommunikationsspezialist der Rettungsgruppe. Mein Name ist Colin. Ich wollte mal eben kurz das Protokoll sehen. Colin, Heimatplanet Ginja. Gija, nicht Ginja. Sorgt als Kommunikationsexperte für die Verständigung innerhalb der Rettungsgruppe. Ist außerdem ein begabter Techniker. Und noch einen in der Rettungskuh gefunden. Was Colin, den Kommunikationsexperten der Rettungskuh gefunden. Doch wo sind die restlichen Mitglieder der Rettungskrew? Wegen eines Erdrutsches bin ich hier nicht mehr weggekommen. Als ich so hungrig wurde, habe ich den Tiefschlaf aktiviert. Ist unser Neuzugang, richtig? Und der Name war Shining? Bin ich sehr dankbar, dass du mich gerettet hast. Wie gesagt, war ich derjenige, der das SOS-Signal gesendet hat. Die anderen von der Rettungskuh, tja, hörten eine unsanfte Landung, als wir in die Planetenatmosphäre eintraten. Verloren wir die Kontrolle über das Schiff. Oh nein. Oh doch. Ich muss tagelang hier draußen im Tiefschlaf gelegen haben. Wir waren zu sechst auf dem Schiff, doch wir wurden getrennt, als das Notausstiegssystem aktiviert wurde. Eigentlich sind wir gekommen, um Captain Oliver zu finden, der hier abgestürzt ist. Doch wir erlitten das gleiche Schicksal. Das ist mir jetzt fast schon peinlich. Meinen Informationen zufolge ist unser Raumschiff die Shepard irgendwo in diesem Bereich hier gelandet. Allein konnte ich sie allerdings nicht erreichen. Aber vielleicht finden wir ja gemeinsam eine Möglichkeit. Wenn wir Glück haben, finden wir auf dem Weg dorthin auch einige unserer Kollegen von der Rettungscrew. Bevor ich es vergesse, das hier ist für dich. Ein offizielles Rettungscrew-Tablet. Darüber teilen wir Informationen. Zum Glück habe ich immer ein Ersatztablet dabei. Drücke Steuerung kurz um, unsere Missionen anzusehen. Diese Funktion kannst du jederzeit nutzen, wenn du wissen möchtest, welche Aufgaben die höchste Priorität haben. Es gibt noch weitere praktische Funktionen, aber ich kann sie erst installieren, wenn sich die Lage etwas beruhigt hat. Im Moment ist für dich nur wichtig, dass du jederzeit Steuerkreuz oben drücken kannst, um dir deine Mission anzusehen. Natürlich kannst du auch Minus drücken, um per Schnellreise andere Funktionen zuzuweisen. Okay. Ach, da sind auch die Visitenkarten. Guck mal. Das sieht man mal von der ganzen Crew, die Karten. Und auch von Olima. Dann noch die Aufzeichnungen. Und hier haben wir eine Karte. Oh, der Anfangsbereich ist ja nicht besonders groß. Und jetzt lass uns aufbrechen, um die Shepard zu finden. Und nicht zu vergessen, auch die Pigments zu finden. Da ist die Shepard doch. Auf den Bädern, wo ich die gesehen hatte, waren die Flügel und das da vorne rot. Ich bin ein bisschen verwirrt. Da ist sie, die Shepard. Ich kann das Schiff sehen, doch ich weiß nicht, wie wir es von hier aus erreichen sollen. Aber irgendwie kommt mir die Umgebung bekannt vor. Ich erinnere mich an etwas. Es ist gleich da vorne. Los gehen wir. Ja, oder wir sind einfach vergleichsweise irre klein. Seht nur da drüben, das große Loch im Boden. Wenn wir nur einen Weg dorthin finden würden, dann könnten wir endlich zur Shepard gelangen. Los, Hundi! Los, Colin. Das ist genau das Richtige für Rettungshunde. Sie tun nichts lieber, als im Boden zu graben. Bravo, Ocean. Ach nee, Colin war der Typ. Fest Geschäft. Er gibt sich Mühe. Da sieht man mal wieder, warum Rettungshunde unser ganzer Stolz sind. Ist das hier genauso ein Loch wie das andere, das wir gesehen haben? Gut gemacht, Ocean. Nein, da habe ich gehört. Ich frage mich ja, ob die beiden Löcher unnötig miteinander verbunden sind.
Das sieht ganz schön tief aus. Nun, es hilft ja nichts. Wir werden wohl einfach den Sprung hineinwagen müssen. Nichts wie rein! Hello, hello. Ganz genau, und los! Ich wünsche nur, es wäre nicht so finster. Rein da! Hui! Hui ist anfangs Ebene 1. Der hat gerade da oben gespeichert. Das habe ich gesehen. Oh, was ist denn, Otschin? Er scheint uns etwas mitteilen zu wollen. Vielleicht befindet sich jemand von der Rettungskrew hier unten. Ja gut, aber wie gesagt, ich habe gerade gesehen, dass er ja gespeichert hat. Also da oben stand gerade Speichervorgang, deswegen... sag ich mal, machen wir hier für heute Schluss. Weil ich will die Parts nicht zu lange machen. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns hier dann beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann!